ist noch nicht fertig, er ist noch nicht fertig. Hallo, du wirst dich verbrennen. Das ist der Kuchen. Sorry. Weißt du was, Lara? Ich bin so froh, dass du in meinem Team bist. Nicht Dennis. Weiß ich doch. Du machst am liebsten gar nichts mehr. Geht das? Willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Marvin? Ja? Läuft die Kamera? Ja. Okay, also, ich habe eine krasse Idee. Und zwar plane ich gerade ein Backduell für einen guten Zweck. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, um mal ein paar Promis reinzulegen. Promis? Welche haben wir denn? Also, ich habe da einige im Kopf. Und Dennis? Ja. Ja? Was hast du denn eigentlich bisher fürs Backduell vorbereitet? Also, ich bin ready. Ich präsentiere euch ein Handrührgerät, das sogar seinen Geist aufgibt, auf Knopfdruck. Dann habe ich hier einen Rauchmelder. Dann haben wir Mehl. Restmehl, welches wir von einer Bäckerei bekommen haben. Wir wollen hier natürlich kein Essen verschwenden. Dann haben wir noch Natron. Besser gesagt, Natronhydrogencarbonat. Und wenn ihr genug Natron beim Backen verwendet, dann kommt am Ende das hier raus. Ein Monsterkuchen. Hey! Nicht anfassen. Nur gucken, okay? Hallo und herzlich willkommen bei Schubecks Backen Impossible. Oder Grill den Blümel, den finde ich auch klasse. Oder hier, Verstehen Sie Spaß, Küchenschlacht, ja. Eine Besonderheit gibt's heute. Und zwar haben wir einen Special Guest hier live im Studio. Bei Pranken, Backen für einen guten Zweck. Begrüßt mit mir Ben Blümel. Herzlich willkommen, liebe Prank-Gemeinschaft. Ich freue mich sehr. Ja, ja, ist gut. Also, unser Freund Ben, der wird heute zusammen mit seiner Kollegin Sarah backen. Beziehungsweise, die werden gegeneinander backen. Genau sieht's aus. Das denkt zumindest die Sarah, ne? Die Sarah denkt ja, dass sie hier zum Backen kommt, aber in Wirklichkeit wird sie von euch allen hier geprankt. Also quasi pranken für einen guten Zweck. Ja, und was machst du hier eigentlich genau? Also ich bin hier quasi heute so ein bisschen der nervige Kameramann-Praktikant und gehöre ich so ein bisschen auf den Sack heute den ganzen Tag. Kannst du das überhaupt? Ja, weil du hältst es auch schon ein bisschen. So, du meinst jetzt auf den Sack gehen, oder? Nee, ich meinte das mit der Kamera und so. Also, gut, wie du halt backen kannst. Es war nur ein Spaß. Ja? Sehr gut, alles klar. Vielleicht geben wir Dennis gleich mal so ein Törtchen, dass der wieder runterkommt irgendwie. Ach, das ist Marvin. Ach, Marvin. Ja. Das, wahrscheinlich, weil ich ihn Dennis genannt habe, ist ja so böse. Das kann sein, da reagiert er. Verstehe ich. Der arme Kevin. Ben und Sarah duellieren sich normalerweise bei Kika Live und bestreiten dort die heftigsten Competitions. Heute zeigt sich, ob Sarah auch die Herausforderung bei VSS Kids bestehen wird. Denn ihr Kollege Ben hat sich zusammen mit uns einen Mega-Prank einfallen lassen. Und dabei sehr intelligent sein, ich glaube, das ist genau mein Ding. Für unseren Prank hat Ben, als unser Komplize, Sarah im Vorfeld verklickert, sie seien zu einem Backduell eingeladen. Angeblich für den guten Zweck. Sarah und Ben sind jeweils zwei Kids an die Seite gestellt. Im Team Ben sind Lara und Lockvogel Leutpold, im Team Sarah, Dennis und Lockvogel Johannes. Eine Online-Redakteurin, auch ein Lockvogel von uns, filmt das Promi-Duell und stellt das Ergebnis später online. Damit das Backduell auch seriös wirkt, haben wir noch zwei erwachsene Lockvögel, die den Wettstreit angeblich beaufsichtigen. Eine Vereinsvorsitzende und einen Hausmeister. Hi Dennis, hallo, ich bin Ben, hi. Die Sarah ist jetzt auch da. Das ist ganz klar, dass die jetzt mit Dennis ins Team kommt, denn der wird dir heute das Leben ordentlich zur Hölle machen. Du bist leider in meinem Team jetzt, ja. Muss das jetzt sein, oder was? Nein, ich wollte ja nicht Ben. Er leidet so krass. Egal, wir werden besser sein. Ja, ihr werdet besser sein. Komm schon. So, die Teams müssen sich jetzt gleich erstmal eine Torte aussuchen, denn sobald die Torten fertig sind, werden die von der Kinderjury beurteilt. Also, das ist das, was Sarah denkt. In Wirklichkeit lassen wir die Situation vorher natürlich schon ordentlich eskalieren. Also eins verspreche ich euch, heute geht keiner ohne Torte im Gesicht nach Hause. Außer mir vielleicht. Drückt Daumen. Wie ist unsere Teamaufstellung? Was kann wer? Also ich bin ziemlich gut. In? Was? In allem eigentlich. Applaus für die Torten! Also ihr nehmt die blaue und wir nehmen die.
Wir sind Team Schlumpf die Dumpf. Also ich bin ziemlich Schlumpf. In? Oh, was? Im Schlumpf. Wir haben uns einen Schlumpfkuchen ausgesucht. Der ist ziemlich blau. Ich glaube sogar, wir machen ihn besser als den. Also eins kann ich euch mit Sicherheit sagen. Der Dennis hat keine Ahnung vom Backen. Aber wenigstens ist er motiviert. Moment, bevor... Da stand doch nicht Mehl, da stand doch nur Eier und Zucker. Ach so, sorry. Ups. Alles gut. Warte mal ganz kurz, bevor wir etwas machen, damit wir hier nicht so ein Chaos veranstalten. Noch kämpft sich Sarah tapfer durch, aber ihre Nerven werden dünner. Ist so dreckig. Na ja, ist doch egal. Nein, es ist nicht egal. Es ist nicht egal, dass alles dreckig wird. So. Ja, jetzt haben wir nur drei. Wir brauchen noch zwei Eier, bitte. Die Eier hier. Vorsichtig, komm. So? Kannst du kurz einen Moment warten, bevor du etwas machst? Weil wir machen alles dreckig und das ist nicht cool. Sorry, aber du musst versuchen, respektvoll mit allen okay, Sarah raucht schon der Kopf. Ey Dennis, lass da lieber mal die Sarah ran, bevor die hier gleich komplett explodiert. Bin mir ziemlich sicher, die rockt das. Ich schlag sie dir auf und dann kannst du sie schaumen. So Dennis, und jetzt einmal den ganzen Teig in der Gegend verstreuen. Jawoll, perfekt. Ja, vor allem auf Sarah. Die soll es richtig abkriegen. Okay, das reicht schon. Das Mehl brauchen wir ganz zum Schluss. Bitte nicht das Mehl nutzen. Du musst dich ein bisschen konzentrieren. Wie sieht denn hier aus? Ja. Okay. Oh, Leute, jetzt aufgepasst. Jetzt kommt unser Handmixer zum Einsatz. Also wirklich. Drückst du da drauf oder so? Nee, ich zieh's einfach hoch. Okay, dann halte ich's einfach nur fest. Das ist doch nicht so schwer. Hä? Einfach hochziehen, hä? Was ist das okay, Problem? Halt fest. Ach, sag mal, was hat die denn? Der geht doch einwandfrei. Mit Technik kennt sie sich ja wirklich überhaupt nicht aus. Komm mal. Und wie läuft's bei euch? Wie läuft's denn? Erzähl doch mal, wie es läuft, Leute. Ja, gut, oder? Ist lustig, gell? Total. Und das brauchen wir nicht? Nein, bitte. Doch, das muss da rein. Doch. Macht es dir Spaß, alles dreckig zu machen? Weil es ist nicht witzig. Okay, ich sag's dir komplett ehrlich, es ist nicht witzig, alles dreckig zu machen. Ende. Die ist jetzt schon auf 180, wie kann das sein? Ich bin echt gespannt, was da noch passiert. Weiter. Ich war voll lang im Zirkus. Nein, mach das nicht. Lass das bitte. Hey Dennis. Sorry, aber ich wollte nur meine Künste zeigen. Spaß mit Lebensmitteln ist auch uncool. Wirklich. Das finde ich nicht gut. Mach sauber und dann weiter. Ganz kurz noch zum Thema von Ben gerade. Lebensmittelverschwendung geht natürlich überhaupt nicht. Und deswegen haben wir alles, was ihr heute seht, von dem Bäcker gesponsert bekommen. Das sind alles Reste. Deswegen alles gut. Sarah geht's nicht mehr gut. Ey, es ist so rutschig hier, dass du jetzt einfach den Moonwalk machen kannst. Wo soll das rein? Sarahs Verzweiflung wird größer. Ja. Ist ja auch kein Wunder bei dem irren Chaos, was Dennis da anrichtet. Es reicht. Kommt doch noch ein bisschen mehr. Ach so. Das ist ja, so okay, schwer. Sorry. Ich geh mal wieder weg. Ne? Ja. Was kann ich jetzt eigentlich noch so tun? Dann kannst du die Backform einfach damit bestreiten. Jetzt fehlt nicht mehr viel und Sarah flippt endgültig aus. Dennis, das reicht. Ja, das reicht. Passt einfach nicht an. Okay, sorry. Und was soll ich jetzt machen? Gar nichts sagen. Gar nichts. Geht das? Kurz? Also soll ich jetzt in der Ecke stehen oder ja, was? Weil du hörst gerade auch nicht auf mich und das geht nicht. So anders funktioniert. Sind wir jetzt in der Schule, so ein auf, ja, du musst jetzt in der Ecke stehen und so. Wenn ich dir sage, mach das bitte mit Vorsicht, dann versuch's doch einmal wenigstens. Ja, okay, mein Gott. Bitte. Ja, ich stell mich jetzt. Danke. Sehr gut aus. Willst du dich nicht nochmal das vorstellen, so fürs Bild? Genau. Du darfst nicht. Ich muss jetzt hier stehen. Doch, Strafe. Ich hab nicht von Strafe gesprochen. Ja, ja. Wir sind ja ein Team, aber... Guck mal, wir können das jetzt gemacht. Oh, come on, Ben. Jetzt kümmere dich doch mal um deine Kollegin. Die braucht ein paar aufmunternde Worte. I love it. Alles. I love it. Alles. I love it. Bist du warm, Blitz? Ja. Du machst jetzt super. Total. Cool. Du auch. Super. Also eins muss man Ben auf jeden Fall lassen, schauspielerisch die Aufmunterungsaktion gerade, der hat locker einen Lockvogel-Oscar verdient. Und langsam sind wir an dem Punkt angekommen, wo Sarah mir auch wirklich leid tut. Aber wir müssen noch einen draufsetzen. Trink doch noch gerne was.
schon. Wir können euch ja auch irgendwas einfallen lassen, jetzt vielleicht, was ihr noch kannst ihr wollt. Kannst du es bitte lassen? Ich hab's dir gerade einmal ja, gesagt. Ja, okay. Und zweites Mal auch. Und das dritte Mal auch. Und es reicht. Okay, okay. Könntest du es vielleicht nochmal für die Kamera aufmachen, ganz ja, kurz? Klar. Ja. Aber du darfst ihn aufmachen, oder? Ja, aber ich dann nicht, dann oder öffne was? Ihn. Komm. Ja. Film mal. Ja, warte. Film gescheit. Warte, das sah jetzt fast ein bisschen besser aus als bei hier. Könntest du es nochmal machen? Ja. Drei? Könnt ihr vielleicht nochmal irgendwie jetzt nochmal positiv lächeln winken oder so? Weil nach dem Gesicht nach Seite jetzt nicht so. Ja, du vielleicht allein nochmal? Hi. Bisschen authentischer. Machst du das zum ersten Mal oder warum kannst du das so gut? Oder machst du es öfter? Ich bin einfach krass, sag ich mal so. Ich bin einfach krass. Und du backst auch? Backst du gerne oder öfter oder machst du das halt zum ersten Mal? Ich backe eigentlich super gerne, aber ich habe noch nie eine Torte gebacken. Und deswegen läuft es jetzt so oder einfach? Wird gut. Manchmal sehen Sachen schlecht aus am Anfang, aber es wird gut. Geht besser. Also du backst auf jeden Fall dann leidenschaftlich gerne. Okay. Total gerne. Haben wir drin. Dankeschön. Es wird ja aber ein bisschen braun da drin, ne? Ja, irgendjemand hat es auf 200 gedreht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wenn du es nicht auf 1000 Grad hingestellt hast. Wieso ich? Ja, doch. Und es macht keinen Spaß mehr. Du kannst nicht die ganze Zeit deinen Backofen gehen und es verbrennen lassen. Ich hab's nicht gemacht, das war. Jetzt teilt die Lara aber ganz schön fett aus. Ey Leute, ich glaube, da kracht's gleich richtig. Aber hab ich's gemacht? Ich möchte. Keine Ahnung. Du hast keine Beweise, weißt du? Also. Du hast keine Beweise, weißt du? Also. Achtung, Leute, jetzt wird's spannend. In 3. 2, 1. Oh mein Gott! Jetzt kommt auch noch der Grumpy Hausmeister ums Eck. Bei dem gibt's Anschluss vom Feinsten. Jetzt ohne Scheiß. Was? Ja, da war gar nichts. Also ich kann nichts, ich hab nichts gemacht. Pass auf, das wenn dann geht es. Wenn dann, hier, hör mal. Hier, das, hier im Arsch, kannst du vergessen. Ja, aber der ist auch schon 3 Jahre alt, sei mal ehrlich. Ja, unsere Torte ist geil. Ja, klar. Hör auf. Na toll, Stimmung absolut im Keller. Und das, obwohl es bei Team Ben so gut lief. Ich hab dir direkt schon gesagt letzte halt Woche, dass ich gewinne. Dennis, es liegt immer nur am Zug. Du wirst sie nicht mit Essen. Hör auf. Nerv mich nicht. Hallo, du kannst doch nicht sie mit Essen bewerben. Ja, aber was nervt sie? Spinnst du? Ey, Leute, stopp! Stopp! Stopp, stopp! Vorsichtig! Leute! Hey! Alter! Ey, stopp jetzt! Ey! Ihr stellt euch jetzt alle hier in die Ecke. Habt ihr mich ver... Ich werde jetzt fuchsig, Leute! Ihr stellt euch jetzt... Geht von den Torten, stellt euch da hin. Ich gehe jetzt mit Sarah hier raus. Klebt alles. Ich kann nicht. Ich will nicht raus. Was? Nee, ich... Yeah. Ben, es Sarah! Meine Wir wollen dir was sagen. Herzlich willkommen zu... Verstehen Sie Spaß, Kids? Ich schwör's dir. Alter! Winke, winke! Das war sehr authentisch, aber finde ich. Ja, das war sehr authentisch. Können wir das dann so eigentlich machen, oder? Ja. Voll gut, ey, aber ich habe auch noch eine krasse Idee. Wie wär's denn, wenn ihr euch alle so richtig alt schminken würdet? So wie ich so, aber so mal 3, weißt du, so richtig Stone Age. So. Ich glaube, da ist alles witzig, was man macht dann so. Ja? Und was sollen die da machen? Naja, keine Ahnung. Halt alt oder hier, was auch mal richtig gut ankommt, ist so Zombie. Weißt du, wie auch geil. Zombies, weiß ich jetzt nicht. Nee? Nee. Cool. Ja. Also ich hab noch was richtig Geiles. Kennt ihr den Trick hier? Im Geldschein? Okay, pass auf. Ja, den macht man hier an so eine Schnur ran. Und dann macht man folgendes. Pass auf, hier. Greif mal zu, Lara. Oder ziehst du den einfach weg, den Puppi? Hier, mach du auch mal. Dennis, willst du auch mal? Ja, komm, mach, dann hört er vielleicht auf. Ja, so geht's mir jeden Tag mit dem. Ich finde, das ist der geilste Sketch. Den finde ich so gut. Super, danke. Immer wieder. Geht ihr? Nicht gehen. Hey, wir kommen gleich wieder. Bevor ihr geht, kann ich vielleicht noch einen Kram von euch bekommen? Alter, was für ein Fanboy. Nicht für mich, sondern für meine Mutter. Die findet euch irgendwie lustig. Nee? Geld regiert die Welt. Und wir gucken heute mal, wie geldgeil die Leute wirklich sind. So Leute, jetzt heißt es abwarten.
braucht für keiner Geld. Haben schon genug, oder was? Hey, zwei Jungs pennen ja gleich ein auf der Wiese. Jungs, nicht den Kopf hängen lassen, da kommt gleich noch einer. Sind die blöd oder jetzt blind auf beiden Augen? Okay, mal gucken, was unsere Opfer wirklich alles für Geld machen. So Leute, auf zu Phase 2. In Kacke treten bringt ja Glück und hineingreifen bestimmt auch. Der Schein ist jetzt platziert. Marvin, wie sieht's aus? Siehst du jemanden? Auf meiner Seite kommt eine. Genau, Marvin, versteck dich. Nein! Scheiße! Boy! Boah, oh. Das ist schon eklig, oder? Das ist ja kacke. Ja. Boah. Haben Sie da einfach reingegriffen? Nein, das. Das ist ja richtig eklig. Wie ekelhaft. Ich glaub echt nicht, dass jemand den aufhebt. Geld stinkt. Renn weg, klau den Schein, let's go! Deiner, Danny. Okay. Ey, der ist cool. Frag ihn mal. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht kurz helfen? Ich habe da was gesehen. Dankeschön. Das sieht ein bisschen aus wie Hundekacke. Hundekacke? Wer macht denn sowas? Der muss doch irre sein, der Typ, oder? Sowas macht, oder? Wer macht denn sowas, oder? Denken Sie, wir können damit bezahlen? Nimmt den überhaupt so jemand an? Ja und? Ja, den teilen wir jetzt, oder? Also ist das jetzt Kacke oder Kacke? Kacke. Sag, dass das am Schuh hat. Und die haben es am Schuh. Nein. Die kannst du ja gar nicht glauben. Ich das weiß, ist Schokolade mit Tomatenmark. Du weißt es. Ja, ich hab's ja gemacht. Warum? Ich würde sagen, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Da ist die Kamera. Ach du Scheiße! Es ist wirklich nur Schokolade, also Mousse und Schokolade. Da ist auch noch eine Kamera. Oh Mann! Ich weiß nicht, ich freue mich jetzt einfach auf mein Eis. Das war echt deprimierend. Ja. Danke. Mille grazie. Mille grazie. Sprichst ja richtig gut Italienisch, wusste ich gar nicht. Bräuchte es eigentlich nur noch eine Schürze und dann wärst du auch ein Top-Eisverkäufer. Weißt du, Marvin, du kommst in meine Eisdiele am Hochzeitstag meiner Tochter und bittest mich um einen Gefallen. Ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und zwar das. Hallihallo, hier ist wieder euer King Dingeling. Und heute haben wir unseren Verwandlungskünstler Dennis mal als Eisverkäufer getarnt. Step 1 für unseren Prank, wir müssen erstmal unsere Lara aka kaltes Händchen in den Eiswagen packen. Das wird zwar ein bisschen ungemütlich, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Darf ich Ihnen ein Eis anbieten? Meine Truhe ist leider kaputt gegangen, ist auch kostenlos. Mit kostenlosem Eis sind eigentlich immer alle dabei. Gerne, gerne. Oh, der Schrei war sehr intensiv. Pass auf, nicht schrecken. So, kommen wir über zu Phase 2. Dennis muss ganz dringend pinkeln und kann natürlich seinen Eisstand nicht einfach so stehen lassen. Schauen wir mal, ob er Hilfe bekommt. Mach mal, bevor er in die Hose geht. Ja, alles gut. Einfach aufpassen. Okay, du kannst schon wieder da sein. Alles klar. Ja, ist besser, glaube ich. Bis gleich, ja. Okay. Jo, top. Ciao. Lass dir Zeit. Mal schauen, wie unsere Opfer damit umgehen, wenn gleich die ersten Kunden kommen, die natürlich auch zu uns gehören. Ich würde sagen, Olli, rein mit dir. Oh, Max, schau, hier gibt's Eis. Boah, was ist denn hier? Papi, ich will ein Eis. Das ist ein Eis?
Also das ist im Moment so, wir passen jetzt hier auf. Der gute Mann, der verkauft, der ist gerade da. Wie machen? Ich will jetzt sofort ein Eis. Ja, das geht aber nicht. Jetzt. Ich bin aber nicht der Eismann. Das ist nicht der Eismann. Möchtest du trotzdem ein Eis haben? Ja. Was kostet denn ein... Steht doch dran, 50 Cent. Ah, da schon her. Richtiger Geschäftsmann. Sofort die Führung übernehmen und Geld reinbringen. Der weiß, wie es geht. Dann nehmen wir zwei. Gut. Olli, nur mit großen Scheinen bezahlen. Die haben ja alle kein Wechselgeld dabei. So, dann kriegen Sie. Da habe ich ja gar kein Wechselgeld. Ich habe doch gar nichts. Sie haben gar kein Wechselgeld? Ach was, das ist doch mit der Kasse weg. Hole hier hin und dann. Ja, wir können doch nicht wechseln. Ach, boom. Ich habe doch damit nichts zu tun. Aber verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Ich kann Ihnen leider kein Wechselgeld rausgeben. Ich habe die Kasse hier nicht stehen. Aber wenn Sie den Eis verkaufen, müssen Sie ja Wechselgeld haben. Ich bin aber hier eigentlich nur ein Kunden, ein Gast, der am Phoenixsee spazieren geht. So, Olli, komm. Die wollen nicht wechseln. Geh, brauchst nicht bezahlen. Deswegen nehme ich es mir einfach. Das ist mir scheißegal. Aber ich habe es dir gesagt. Worauf warten wir gerade? Auf den Verkäufer. Aber wenn wir die nicht zahlen müssen, dann müssen wir nicht zahlen. Die haben das jetzt geklaut. Einfach Diebstahl. Dann hätte ich auch gerne eins umsonst, ne? Ja, umsonst geht nichts. Die haben doch gerade auch eins umsonst bekommen, oder? Ja, weil der kein Wechselgeld hatte. Ich habe auch kein Kleingeld dabei. Ja, ich kann doch das Eis hier nicht verschenken. Danke. 50 Cent. Ich habe kein Kleingeld, tut mir leid. Die Jugend von heute. Zu meiner Zeit hätte sowas nicht hier gegeben. Es gibt Eis, es gibt Eisverkäufer, aber ob der Stand wirklich genehmigt ist, das wird sich jetzt zeigen. Hallo. Selinger, Flugbewerbeaufsichtsamt. Hi. Hi. Freut mich, wir hatten telefoniert. Nee, wir hatten nicht telefoniert. Ja, ich höre hier nicht hin. Ich war Sie haben noch mit dem Mann Eis verkauft. Bitte? Nein, der hat es einfach mitgenommen und sagt, er käme gleich zurück und würde es bezahlen. Wir können ja trotzdem nicht einfach Eis ausgeben. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen, weil ich bin hier ein Gast. Ein Gast? Ich wollte einfach nur den netten Mann, weil hier keiner stand, einen Gefallen tun, damit er zur Toilette kann. Ich nehme jetzt erstmal die 15 Euro zurück, bevor ich hier gleich noch Theater kriege. Nein, um Gottes Willen, das ist ja auch alles sehr nett. Von genau, Ihnen, und deswegen gehe ich jetzt. Oh weia, die ist nicht ganz so glücklich. Ich glaube, die hat sich ihren Nachmittag auch ein bisschen anders vorgestellt, so wie die drauf ist. Ja, wo bleibt der denn? Der kann halt noch nicht durchfahren, oder was? Kommt der gar nicht mehr runter vom Topf. Der kommt doch gar nicht wieder, der hat uns verarscht. So, Dennis, jetzt reicht's aber mal langsam. So lange kannst du ja gar nicht brauchen. Runter jetzt von der Schüssel und wieder back zum Business. So, da bin ich wieder. Da ist er. Wir haben hier Stress ohne Ende. Weißt du, das Gewerbeaufsicht ist hier und auch ein Scheiß hier. Du hast einen Gewerbeschein. Ja. Dann zeig mir den doch mal bitte. Ich habe einen Gewerbeschein von Verstehen Sie Spaß Kids. Ja, ich habe da gar nichts mit zu tun. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Ich vom Gewerbeamt. Keine Sorgen. Ich hab mir sowas gerade schon gedacht. Winken Sie mal. Hallo. Ja. Einmal winken. Also Jungs, seid ihr bereit? Heute entscheidet sich, wer der wahre Prankmeister von uns ist. Ja, das bin natürlich ich. Ja, ja, klar. So wie damals mit der Spinne im Handtuch, ne? War ja auch ein richtiger Meister-Move. Ist egal, Alter. Das könnt ihr alles heute im Möbelhaus unter Beweis stellen. Wieso sind wir eigentlich in einem Möbelhaus? Ich meine, das ist der langweiligste Place on Earth, Mann. Ja, genau deswegen. Leute, es ist ein Akt der Rache für die ganze verschwendete Zeit, die die Kinder hier aufbringen mussten, weil sie mit ihren möbelsüchtigen Eltern in ein solches Möbelhaus mussten. Und ich sage euch eins, Leute, genau aus diesem Grund sind wir hier. Wir sind damals mit leeren Händen nach Hause zurückgekehrt. Und dafür rächen wir uns heute. Aber nicht nur mit einem Prank, oder? Nein, jeder von uns hat seinen eigenen Special Prank. Lara, süß! Hey, Rudi, wie geht's dir? Super! Ey, freut mich, dass du schon da bist. Ich bin happy, hier sein zu dürfen. Ja, heute wärst du richtig verarscht, ja? Was zur Hölle macht René Caselli hier? Ey, das ist der einzig wahre Ninja Warrior. Ja, genau. Wow. Das zu Diensten. Dankeschön. Zu meinen Diensten. Ich habe mir natürlich Verstärkung geholt. Genau, ne? Was jetzt zu deinen Diensten? Verstehe ich nicht. Was? Ja, René ist heute in meinem Team. Lara ist immer dieselbe Kacke. Das ist voll unfair. Du kannst weder Auto fahren, noch überlegst du dir gute Pranks. Und jetzt Hallo? Lässt du dich auch noch helfen. Nee, da will ich auch keinen Prank machen auf den Universum. Hey Leute, warte mal. Chill doch mal ganz kurz. Wie wär's, wenn ich einfach bei allen dabei bin? Das ist doch fair. Ja, das finde ich doch ganz gut. Finde ich auch gut. Doch. So war das nicht abgesprochen. Ja, aber sonst haben wir doch gar keine Chance. Doch, das finde ich okay. Ja, genau. Super. Marvin, freu mich. Super. So, Leute. Marvin startet gleich mal mit seinem Prank. Die Matratze des Grauens. Ich habe schon gehört, es geht um eine Matratze. Die ahnungslosen Kandidaten glauben, sie sind hier, um ganz harmlose Produkte zu testen.
Aber natürlich ist hier nichts harmlos. Im Gegenteil, vor allem die Betten haben wir mit einer heimtückischen Falle versehen. Sport, ja? Sie schauen wirklich aus wie eine sportliche Frau. Was genau für Sport machen Sie? Alles. Alles? Ballett, Tanz. Was genau für Tänze? Modernen Tanz. Modernen Tanz? Du bist Tanzi! Aber das ist ja mehr so ein Contemporary schon. Ja, genau, Contemporary. Guten Tag. Ja, hallo. Komm einmal kurz zu uns. Super, danke. Du kannst dich ja vielleicht schon mal hinsetzen. Ich bin gerade noch bei der Dame und ich komme gleich zu dir, okay? Alles klar, super, vielen Dank. Komm einmal kurz zu mir. Mal kurz die Kiste. Der macht es sich auch leicht bei seinem Prank. Ja. Kann das schön René alles machen. Du kannst dich einmal kurz reinlegen und dann sagst du mir einfach, wie es dir so gefällt, ne? Ich glaube, das haben sie jetzt kaputt gemacht. Sie hat sich richtig reinfallen lassen, ja? Marvin ist einfach der Beste. Also ich mach's jetzt genauso rein. So bin ich rein. Naja, genauso sind sie da nicht rein. Ein bisschen mehr Schwung war da schon bei, oder? Ja. Ich glaube, das haben sie jetzt kaputt gemacht. Ich glaube nicht. Ich gehe ganz normal ins Bett. Ich bin jetzt nicht hier reingekommen. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich will es Ihnen doch nur zeigen. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Versteht sich? Aber der junge Mann meinte, sie haben es so gemacht. Und? Nein. Aber ein bisschen so aus. Der junge Mann sagt, sie sind richtig reingesprungen. Unser Checker, er ist ein Checker. Mit mir nicht. Mit ihm nicht. Chris, mit dir kann man sowas nicht machen, ne? Sowas gibt's eigentlich nur bei Verstehen Sie Spaß. Egal. Haben Sie so einen Contemporary-Sprung da reingemacht, oder? Nein! Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Da sind Sie dabei. Einmal rumdrehen. Auf zur Runde 2. Die Lara ist jetzt dran mit ihrem Prank. Out of control. Also, bei der werden die Betten gleich ziemlich verrückt spielen. Ja, hallo, die hübsche Dame. Kommen Sie herein. Der René ist ja auch ein ganz sympathischer. Wie geht's Ihnen so? Danke, gut. Wie heißt Gabi? Gabi. Gabi. Coole Haare, coole Frisur. Danke. Aber das färbt sich jetzt nicht auf den Möbeln ab, nein, oder? Nein, Gottes Willen. Okay, Gott sei Dank. Ich habe mich gerade schon Angst bekommen, weil wir haben hier wirklich teure Unikatsachen dabei. Und das nein, ein bisschen... nein, nein. Okay, nein, super. Nein, nix. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Okay, ja, dann lege ich mich gleich ins Bett. Also, das machen wir gleich, aber erstmal wird was anderes getestet. Kommen Sie einmal kurz mit. Und ich möchte wirklich Ihre ehrliche Meinung haben. Wir können mal anfangen hier mit diesem Klappstuhl. Mit dem hier? Genau. Setzen Sie sich einfach hin, genießen Sie es und erzählen Sie mir, was Sie fühlen. Naja, nicht unbedingt gemütlich. Dann nehmen wir den sofort aus dem Programm. Ganz ehrlich, wenn ich mir jemals einen ungemütlichen Gartenstuhl kaufen würde, dann nur bei René. Weg damit, weg damit. In den Mülleimer. Wenn die Gabi den Scheiße findet, dann wird er sofort weggeschmissen. Ist so. Der Stuhl ist gefüllt mit felsischen Pfauenfedern. Felsische Pfauenfedern. Haben Sie schon mal davon gehört? Nee. Können Sie die Federn spüren? Probieren Sie mal richtig irgendwie hier, richtig wiggle wiggle hier wie Baloo der Bär hier. Genau, ja, ja, genau, genau, genau. Hallo? Hallo. Zum Lara. Bin ich hier richtig? Es war eine Anzeige für einen Produkttest. Ich bin gerade hier noch mit der lieben Gabi im Gespräch. Ja. Setz dich bitte einmal. Ich komme in einer Minute zu dir, okay? Ja. Was? Du in einer Minute schon fertig? Nein, nein. Du. Du musst jetzt erstmal gleich das Bett testen. Ich möchte einmal gerne haben, dass du dich einfach hier auf das Bett drauflegst. Hier haben wir noch eine Fernbedienung mit ganz spezieller Weckerfunktion. Leg dich einfach drauf und genieß. So, jetzt geht der Prank. Du warst Lara, du bin ich gespannt, was Lara für eine Rolle in dem Prank spielen wird. So. Lara. Da tropft's mir ins Gesicht. Ich mach hier an und dann tropft's mir irgendwann Wasser oder was ins Gesicht. Das ist, glaube ich, die Weckfunktion. Ah, das ist der Weck-mich-Mechanismus. Das ist ja widerlich. Alles okay bei Ihnen? Ich hab mir hier was abgespritzt. Vielleicht ist ja ein Wasserbett. Kann er froh sein, dass kein Feuerbett ist. Okay, machen Sie das zwei. Oh, voll ins Auge, scheiße. Haben Sie mich jetzt nass gespritzt? Nicht absichtlich, also das macht das Bett nicht dich. Das hat das Bett gemacht. Digga, ich glaube, Lara dreht ganz durch. Ich soll es ausprobieren, ich lieg hier und dann sehe ich, wie der Wasserstrahler zu dir kommt.
Da hat er eh nichts dafür. Ich finde das nicht gut. Das interessiert mich jetzt in keinster Weise. Ist sie nicht ganz dicht? Also, ist sie nicht ganz dicht? Können Sie bitte aufhören? Es wird immer mehr. Können Sie bitte aufhören, drauf rumzudrücken? Das gibt mir voll die Flashbacks zur Wasserschlacht damals. Ja. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Nein, ich bin jetzt erst mal geschafft. Erst einmal. Nein. Wir haben dich ein bisschen veräppelt. Egal, was jetzt noch kommt. Die Gabi war auf jeden Fall heute mein Favorite. Check. So. Ja. Runde 3, jetzt ist Dennis dran mit seinem Prank. Und der heißt... Wir haben einen speziellen Infrarot-Wärmegurt. Leg dich einfach mal auf das Bett drauf. Und ich schnalle dich dann damit an. Leg dich mal einmal bitte drauf. Zack. Mit Schuhen ins Bett. Nee. Zack. Kurz hier schön nach vorne. Spürst du das Kühle schon? Mhm. Was macht der Dennis da? Oh, es scheint gut zu laufen. Und wir haben noch eine ganz besondere Eigenschaft. Bist du bereit? Ja. Der geht aber rein. Ich kippe klar. Wie heißt du? Englisch. Oh, Englisch. Fühl dich like home. Okay? A little bit also hierher, nach vorne. Closing the Binde. Chuck. Okay. And now enjoy the Kühle. We have also a Binde that is cooling. Kühle gut. Heißness and coolness. No, sorry. No heißness, no coolness? I don't feel it. It's just there. It's nice, but... And now comes the best part! Boah, jetzt aber zack und bang. Und Dennis, wieso hat Dennis kein Kissen? Wieso wird Dennis jetzt verprügelt? Die Ereignisse überschlagen sich. Stopp! Okay, Frieden. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Du wurdest geprankt, Mustafa! Oh mein Gott, Uncle, please. The cameras. We have a lot of cameras here. Right there, another one up there, another one behind there, and another one up there. You got totally pranked from all views. Oh, voll gecrashed. Wo ist denn jetzt Dennis hin? Und René ist auch weg. Ach, die sind einfach beide jetzt weg. Die sind auch gegangen. Hallo? 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 Liebe Kunden, unser Möbelhaus wird nun geschlossen. So Leute, wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wir haben heute mit der Hilfe von René den Champion of the Universe from the Prank Masters gewählt. Und wenn ihr euch weitere Sendungen anschaut möchtet, geht einfach auf den YouTube-Kanal von SWR Plus oder schaut es euch in der ARD-Mediathek an.